von Asch bis Zips. Der Osten für die Ohren. Podcast des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. 12. Folge: Der Osten im Westen. Literarische Schätze aus den Rundfunkarchiven. 2. Teil: Siegfried Lenz, Friedrich Bischoff und Annelin von Mickwitz. Mit Hans-Ulrich Wagner, Magali Niradka-Steiner, Jana Behrendt, Elke Bauer und Antje Johanning. Moderation: Vera Schneider. Hallo, hier Welle Erdball, wir dort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Asch bis Zips. Wenn Sie öfter einschalten, dann haben Sie unser funkisches Jingle Hallo, hier Welle Erdball schon mindestens einmal gehört. Nämlich am Anfang der 10. Episode, in der es um Hildegard Maria Rauchfuß, Armin Müller und Christa Wolf ging. Es war ein langer Weg durch die Labyrinthe des Urheberrechts und der Lizenzabteilung, aber es hat sich gelohnt. Ich freue mich sehr, Ihnen heute die 2. Folge unserer Doppelepisode Der Osten im Westen – Literarische Schätze aus den Rundfunkarchiven präsentieren zu können. Dieses Mal wird es um Siegfried Lenz als Medienarbeiter gehen. Wir werden auf den Breslauer Rundfunkpionier Friedrich Bischoff zurückkommen, aus dessen avantgardistischen Hörstück Hallo hier Welle Erdball Sie gerade ein Schnipsel gehört haben. Und wir werden der deutsch-baltischen Autorin Annelin von Mickwitz begegnen. Hintergrund. Auch für diese Folge der Doppelepisode habe ich wieder spannende Gesprächspartnerinnen und Partner vor das Mikro bekommen, die entweder zur Rundfunkgeschichte forschen oder aber in Rundfunkarchiven arbeiten. Die Interviews, aus denen Sie gleich Auszüge hören werden, habe ich im Mai 2022 im Deutschen Rundfunkarchiv Standort Potsdam-Babelsberg geführt. Und zwar am Rande des Workshops Der Osten im Westen, deutschsprachige Autorinnen und Autoren aus dem östlichen Europa im Rundfunk nach 1945. Veranstaltet wurde dieser Workshop vom Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, BKGE, und vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv, der Historischen Kommission der ARD und uns, dem Kulturforum. Das Konzept des Workshops habe ich im ersten Teil dieser Doppelepisode etwas ausführlicher vorgestellt und auch mit Maria Luft vom BKGE gesprochen, die den Workshop maßgeblich mit initiiert hat. Im zweiten Teil kommt nun gleich Hans-Ulrich Wagner vom Hans-Bredow-Institut zu Wort, der die andere treibende Kraft dahinter war. Wanderjahre ohne Lehre. Siegfried Lenz Vertriebenen- und Ostpreußensendungen im Radio der 1950er Jahre. Im Gespräch mit Hans-Ulrich Wagner, Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut Hamburg. Ja, hallo, Hans-Ulrich Wagner. Sie sind einer der Köpfe hinter diesem Workshop heute. Was ich sehr interessant fand, auch an Ihrem Einführungsvortrag, Sie haben nämlich den Begriff des Medienarbeiters oder der Medienarbeiterin verwendet. Den kannte ich jetzt persönlich noch gar nicht. Was genau meinen Sie mit diesem Begriff? Also das ist ja noch mehr als jemand, der, weil er eben ein bisschen Geld braucht, was für einen Rundfunk macht. Also das Kompositum Medienarbeiter ist aus meiner Sicht sehr gut dazu da, um zu beschreiben eben die Arbeit in den Medien. Vielleicht ist man Redakteur, Angestellter, hat eine sozusagen berufliche Tätigkeit. Die Arbeit mit dem Medium, man nutzt seine Radiophonmöglichkeiten, seine akustischen Möglichkeiten, man nutzt seine finanziellen Möglichkeiten, die das Medium bietet. Also man kann sehr viel mit diesem Medium umgehen, es nutzen für die eigene künstlerische Produktion. Und das steckt alles in diesem Kompositum Medienarbeiter drin. Und ich glaube, und deswegen verwende ich bewusst diesen Begriff, weil es sozusagen auch mit Arbeit verbunden ist. Und das klingt ja erstmal bei intellektueller Tätigkeit, bei ästhetischer Tätigkeit, als ob das irgendwie nicht Arbeit vergleichbar mit anderen Arbeiten sei. Ich will aber genau auf diese handwerklichen, auf diese finanziellen, auf diese sehr
grundsätzlichen Basics hinaus, die damit verbunden sind. Dann gehen wir auch gleich in das eine Beispiel rein, was Sie hier gebracht haben. Sie waren ja nicht nur als Vertreter der Metaebene hier, also als Medienwissenschaftler, sondern Sie sind ja auch selber an so einem Projekt dran. Um welchen Autor geht es da? Also es geht um Siegfried Lenz. Siegfried Lenz ist in Ostpreußen geboren, also insofern er gehört zu diesen Schriftstellern, über die wir hier sprechen, dass sie aus den ehemaligen östlichen Gebieten kommen. In dem Fall ist er ja ein sehr bekannter bundesrepublikanischer Autor, ein sehr erfolgreicher geworden. Und ich habe ein Forschungsprojekt über Siegfried Lenz, über den Medienarbeiter Siegfried Lenz, und ich habe ein Editionsprojekt. Das heißt, ich ediere im Hoffmann und Campe Verlag für die große Hamburger Werkausgabe, wie das heißt, Band 23. Und was wirklich das Tolle dieser Ergebnisse, die ich vorlegen kann, sind 200 Sendungen, die ediert werden. Und davon sind, glaube ich, 180 unbekannt. Das heißt, die sind gesendet worden, aber nie veröffentlicht worden. In diesem, ich vermute mal, 1500 Seiten umfassenden Band werde ich all diese neuen Texte, die man bislang nicht nachlesen konnte, edieren. Und die zeigen eben genau das, was einen Medienarbeiter ausmacht. Siegfried Lenz war speziell im ersten Jahrzehnt, also 1950 bis 1960, Medienarbeiter in diesem ganz klassischen Sinn. Er hat vom Medium gelebt, er hat für das Medium geschrieben, er hat die verschiedenen Sendeanstalten bedient, er hat verschiedene Formen ausprobiert, Feature, Hörfolgen, Kommentar, Glossen, Unterhaltungssendung, politische Sendung, das habe ich heute vorgestellt, dass er eben auch zum Thema Flucht und Vertreibung, zum Heimatvertriebenen Topos sich geäußert hat, dann natürlich sozusagen auch eine kritische Distanz dazu entwickelt hat. Aber das macht Siegfried Lenz, das macht den jungen Siegfried Lenz wesentlich aus. Können Sie vielleicht aus diesen Schätzen, die Sie da gehoben haben, mal was rausgreifen, was irgendwie besonders überraschend ist oder was Sie nicht erwartet hätten? Also ich greife ein Beispiel heraus. Das war sozusagen der erste Fund und der erste tolle Fund, den ich gemacht habe. Ich suche meinen Namen. Das ist eine Geschichte von einem Flüchtlingskind, das ohne Eltern im Westen ankommt, in dem Fall in einem Waisenhaus in Bremen ist. Und die Geschichte, das ist die fiktionale Geschichte, die Siegfried Lenz entwirft, ist, dieser Junge büxt aus, schafft es, sich über die Zonengrenzen bis nach Ostpreußen zuzuschlagen, um seine Großmutter zu finden. Das ist eine Abenteuergeschichte, das ist eine nette, unterhaltsame Abenteuergeschichte. Und jetzt kommt der politische Autor Siegfried Lenz mit rein. Diese fiktionale Sendung ist unterbrochen von dokumentarischen Teilen. Es wird berichtet, wie viele Flüchtlinge, Vertriebene gibt es überhaupt in den einzelnen Zonen. Wie ist die Situation von Ostpreußen jetzt unter den Russen, unter den Sowjets? Also richtig knallharte dokumentarische Information in diese fiktionale Sendung eingewoben. Und das ist typisch für die Zeit. Das ist diese Mischung aus Fiktionalität und dokumentarisch. Das ist eine Produktion 1954 bei Radio Bremen. Und die Kollegin, die jetzt auch heute auf der Tagung ist, Frau Herbers, hat diese Sendung mit mir zusammen ausgegraben, muss man buchstäblich sagen. Ideal, weil es ist der Tonträger erhalten, es ist das Typoskript erhalten, es ist das Manuskript erhalten. Also ich kann diese Geschichte, wie Siegfried Lenz die entwirft, wann er sie Radio Bremen, welcher Abteilung anbietet, nachvollziehen. Und es ist ein untypischer Siegfried Lenz, aber mit vielen Spuren zu seinem Werk, zum Heimatmuseum, so zärtlich war es zu liken, aber eben ein ganz anderer Ton, als man von Siegfried Lenz bislang kannte. Wenn uns die Leute hören und dann die Idee haben, hey, das klingt so toll, das würde ich mir gern mal anhören wollen. Gibt es da irgendeinen Weg, auch für einen Nichtwissenschaftler, das zu machen? Also aktuell kann man diese Produktion nicht hören. Ich hatte eine Sendung für Radio Bremen gemacht. Da konnte man sie, glaube ich, 2 Wochen lang online hören. Aber aus den entsprechenden urheberrechtlichen und senderechtlichen Gründen kann die nicht online veröffentlicht werden. Sie ist im Moment auch nicht auf CD greifbar, aber ich bin zuversichtlich, dass wir, und das sind jetzt die Kollegen vom Hoffmann und Campe Verlag, von der Siegfried Lenz Stiftung, von Radio Bremen, einen Weg finden werden, dass wir im nächsten Jahr vermutlich oder im übernächsten Jahr eben auch Töne veröffentlichen können.
Sie hatten Ihren Vortrag genannt Wanderjahre ohne Lehre. Das finde ich schon mal sehr poetisch. Ist das ein Zitat von Lenz oder was verbirgt sich dahinter? Wanderjahre ohne Lehre ist eine Sendung von Siegfried Lenz. Die ist 1952 beim Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg produziert und gesendet worden. Ja, ein poetischer Titel, den Siegfried Lenz für eine auch wieder Abenteuergeschichte, also zwei Jungs versuchen 1947 sozusagen auf Hamstertour zu gehen, die versuchen Brot zu akquirieren und geraten in diese Wirren hinein. Also sie werden quasi zum Spielball der Zeitgeschichte. Auch hier wieder dieses Phänomen, dazwischen werden sachliche Informationen zur Situation von Ostpreußen in der Nachkriegszeit gegeben. Und die Litauer zum Beispiel sind sehr deutschfreundlich, während andere Landsmannschaften weniger deutschfreundlich sind. Also den Jungs passiert einiges. Das ist die fiktionale Geschichte, ja, und dokumentarisch die Situation dort. Ich habe das deswegen gewählt, Wanderjahre ohne Lehre, weil ich habe das Gefühl, dass dieser junge Siegfried Lenz in den 1950er Jahren auch eben eine Entwicklung mitmacht. Also ganz am Anfang ist er sehr viel stärker auf diese vertriebenen Thematik fixiert, distanziert sich aber auch mehr und mehr. Also er macht selber Wanderjahre durch. Er wird sozusagen auch erwachsener und kritischer. Und dann, was ich ganz typisch aufzeigen kann, ist, er wird Hamburger. Er erschreibt sich Hamburg. Also spätestens mit Der Mann im Strom 1957 wird er zu dem Hamburger Autor. Und das konnte ich aufzeigen schon. Das macht er sehr bewusst, das passiert nicht zufällig, sondern dieser heimatvertriebene Siegfried Lenz erschreibt sich seine neue Wahlheimat. Und das macht er richtig systematisch und auch in diesem Sinn ist er Medienarbeiter. Er nutzt auch die Medien, den Rundfunk, um genau dieses strategische Ziel umzusetzen. Gut, dann können wir uns darauf freuen, dass wir in 2 Jahren, oder was sagten Sie, wann das Buch abgeschlossen oder die beiden? Im Herbst 2023 wird der Band mit den Rundfunktexten erscheinen, so wie es im Moment aussieht, 2 Bände und wie gesagt, ziemlich voluminös. Also das sind 2 Bücher, die dann richtig, wenn man sie auf den Tisch stellt, stehen bleiben. Ja, also darauf können wir uns schon freuen und vielleicht können wir auch die eine oder andere Sache später mal hören. Gerne, ich setze mich dafür ein. Vielen Dank. Danke. Fundstück. Hans-Ulrich Wagner hat Wort gehalten und sich dafür eingesetzt, dass ich Ihnen heute 3 Ausschnitte aus Siegfried Lenz Hörstück »Ich suche meinen Namen« präsentieren kann. Entnommen sind diese Ausschnitte einer Sendung vom 4. Mai 2021, die von Radio Bremen ausgestrahlt wurde und in der Holger Rink mit Hans-Ulrich Wagner als Studiogast Schätze aus dem hauseigenen Archiv präsentierte. Die Erstsendung von »Ich suche meinen Namen« war am 28. Dezember 1954 und betreut wurde die Sendung von der Redaktion Heimatfunk, deren Produktion sich mit dem Heimatbegriff und mit der Situation der Geflüchteten und Vertriebenen aus dem Osten beschäftigte. »Ich suche meinen Namen« ist eine Verflechtung von 3 Erzählebenen. 2 davon sind fiktional und 1 ist dokumentarisch. Da haben wir zum einen den Ich-Erzähler, der ist Leiter eines Kinderheims, das in einer alten Flakstellung untergebracht ist. Dort leben Flüchtlingskinder, deren Schicksal er so beschreibt. Es sind Jungen, die damals in den großen Sog gerieten, im Winter 44 auf 45. Sie stammen fast alle aus dem Osten. Der Krieg hatte sie damals an den Wegrand geworfen, elternlos, kleine, zitternde Bündel. Die Schlacke des Infernos. Einige wurden aufgehoben von Nonnen oder fliehenden Soldaten. Wer sich ihrer erbarmte, begab sich in Gefahr, denn sein Schritt wurde langsamer. Aber trotzdem bückten sich einige. Ja, und nun sind die Jungen hier, in unserem Heim. Es gibt heute eine Anzahl von Dokumenten über den Leidensweg heimatloser Kinder. Ihre Passion ist in sauberen Statistiken und Berichten festgehalten. Aber wer denkt noch daran? Wer denkt noch an die Menschen, die ihre Jugend auf der Flucht verbrachten? Jugend auf der Flucht. Manchmal scheint es mir, als sei dieser Buchtitel von Nettie Sutrow so etwas wie das Stigma einer ganzen Generation. Die Brandnarben einer Jugend, die jahrelang von apokalyptischen Reitern verfolgt wurde.
Ich kenne selbst eine Reihe von Schicksalen, von Einzelpassionen. Sie sind schlimm genug. Aber es wird erschreckend, wenn man sie zusammennimmt. Wenn man die Schicksale einer Jugend auf der Flucht gebündelt vor sich hat. Es wird zu einer Art geronnenem Entsetzen. Aber ich wollte Ihnen ja von den Jungen erzählen, die wir zu uns ins Heim holten. Sie bekamen Decken und neue Hosen. Und viele von ihnen bekamen auch einen neuen Namen. Wir mussten ihnen neue Namen geben, denn sie kamen namenlos zu uns. Sie waren damals elternlos und zu klein, um sich zu kennen. Und so sind wir eingesprungen. Wir beantragten Namen für sie und sie hörten darauf. Und sie gewöhnten sich an sie und wuchsen unter ihnen auf. Heute sind sie 11, 12 und 14 Jahre alt. Die einstige Flakstellung ist ihr Heim. Sie fühlen sich, wie ich glaube, ganz wohl in den ausgebauten massiven Häusern. Sie haben ihre Schule und ihre Spiele und ihre Erinnerung beginnt hier im Heim. Ihre Erinnerung reicht nicht in das eisige Dunkel hinab, in die Zeit, als sie am Wegrand lagen. Zumindest glaubte ich das. Der Heimleiter führt durch das Geschehen rund um den weisen jungen Olaf, der zum Geburtstag ein Bildband über Masuren geschenkt bekommt und dort ein Foto entdeckt, das offensichtlich in seinem Heimatdorf aufgenommen wurde. Die Erinnerungen, die das bei ihm auslöst, haben zur Folge, dass er aus dem Heim ausreist. Die zweite fiktionale Ebene besteht aus gespielten Szenen, in denen wir den Jungen auf seinem abenteuerlichen und zum Teil auch gefährlichen Weg nach Osten begleiten. Bald gesellt sich ein alter Mann zu ihm, der das gleiche Ziel hat, wenn auch aus einer anderen Motivation heraus. Ich habe noch ein bisschen Brot. Ich möchte jetzt nicht, Opa, behalte es nur. Du hast es doch sicher auch noch weit. Ja, Jüngchen, ich hab's noch weit. Ich will nach Hause, weißt du? Ich hab's drüben nicht mehr ausgehalten. Wohin willst du denn, Opa? Ach, weit, Jüngchen. Ich will ganz bis nach Masuren. Ich bin da zu Hause. In Sibba. Das ist ein kleines Dorf. Ich kann nicht mehr viel anfangen zu Hause, das weiß ich. Ich will bloß dahin, um zu sterben. Mehr will ich nicht. Ja, das hört sich komisch an, nicht? Aber wir Masuren sind so. Wir sind richtige Dickschädel, was das Sterben angeht. Wir tun es nicht gern in der Fremde. Wenn wir sterben wollen, gehen wir immer nach Haus. Und wenn es noch so weit ist. Willst du denn jetzt sterben? Jetzt nicht. Aber wenn ich zu Hause bin, da geht's ganz leicht. Ich will auch nach Masuren, Opa. Was du nicht sagst, Jungchen. Ja, woher bist du denn? Ich weiß es nicht. Aber ich habe ein Bild, Opa. Ich weiß, wie es da aussieht, wo ich hin will. Hast du mal ein Streichholz? Dann zeige ich dir das Bild. Ja, ich habe ein Streichholz. Hier siehst du. Hier steht ein Haus und ein See. Und vor dem Zaun steht ein Pferd mit einem ganz kurzen Schwanz. Das ist unsere Lena. Ich steig noch eins an. Ja, ich sehe jetzt. Das könnte in Barannen sein, Jungchen. Genau weiß ich das nicht. Aber was willst du denn da? Warum läufst du so weit nach Haus, Jungchen? Du brauchst doch noch lange nicht zu sterben. Das will ich auch nicht, Opa. Ich suche nur meinen richtigen Namen. Bei uns im Heim nennen sie mich alle Olaf. Sie haben mir den Namen Olaf Martius gegeben. Aber dabei heiße ich gar nicht so. Ich weiß aber auch nicht, wie ich richtig heiße. Meine Eltern sind tot. Aber als ich dieses Bild hier sah, da wusste ich gleich, dass ich hier zu Hause bin und dass ich früher einen anderen Namen hatte. Und jetzt will ich dahin und meinen richtigen Namen suchen. Die dritte dokumentarische Ebene gehört einem Chronisten, der die historischen Zusammenhänge erklärt und dabei auch poetische Töne anschlägt. Masuren. Wenn ich an dich denke, fallen mir zuerst deine Märkte ein. Die weiten Plätze mit dem Kopfsteinpflaster, mit Lehmpfützen, Strohhaufen und endlosen Wagenreihen. Deine Marktplätze waren die größten Deutschlands. Öde, melancholische Rechtecke, genau im Geviert.
Und ich denke an deine Wälder, Masuren, in denen es Wölfe und Bären gab, in denen sich Ernst Wiechert den Traum vom einfachen Leben vorträumte. Mit kaum erkennbarem Strich schwebten Fischadler und Kormoran über deiner makellosen Einsamkeit. Und im Winter riss donnernd das Eis auf den Seen. Und die Klimkarts und Matuscheids, die Josupheids und Lasarzigs und wie sie bei uns alle hießen, sie saßen am Ofen und tranken und spannen und waren ruhig. Alle echten Masuren waren ruhig und etwas schwerfällig. Sie waren abergläubisch und kindhaft, aber sie hatten auch eine blitzhafte Schläue. Und in den Dickschädeln saß auch eine Portion Verschlagenheit. Soweit die Ausschnitte aus unserem Fundstück. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und wissen wollen, wie die Sache ausgeht, dann bitten wir Sie noch um ein wenig Geduld. Die beiden Bände der Siegfried-Lenz-Ausgabe, von denen Hans-Ulrich Wagner sprach, werden 2024 erscheinen und nicht 2023, wie es noch der Stand während des Interviews war. Was Sie aber jetzt schon machen können, besuchen Sie doch gern unsere Spotify-Playlist von Asch bis Zips, noch mehr Osten für die Ohren. Dort finden Sie jede Menge Zusatzmaterial zu unserem Podcast und können auch das Hörbuch »So zärtlich war, so liken« abrufen. Das ist eine Lesung aus Lenz' masurischen Erzählungen. Sie finden die Playlist am einfachsten über das Profil Deutsches Kulturforum Östliches Europa. Als Ostdeutscher im deutschen Südwesten. Über die Arbeit des Rundfunkpioniers Friedrich Bischoff nach 1945. Im Gespräch mit Magalini Radka-Steiner, Universitäten Heidelberg und Mannheim und Jana Behrendt bis August 2022 beim Südwestrundfunk Baden-Baden. Bei mir sitzen jetzt zwei Expertinnen, die in ihrer Kombination exemplarisch für das Anliegen des Workshops stehen, nämlich Forschung und Archive zusammenzubringen und dabei auch das breite Publikum nicht zu vergessen. Magalini Radka-Steiner ist nämlich nicht nur an den Universitäten Mannheim und Heidelberg wissenschaftlich tätig, sie ist auch erfolgreiche Sachbuchautorin. Jana Behrendt arbeitet als Archivarin beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Beide verbindet ihr Interesse an Friedrich Bischoff, der 1896 in Schlesien zur Welt kam und 1976 in Baden-Württemberg gestorben ist, um schon mal den regionalen Rahmen abzustecken. Heute kennen wir ihn vor allem als Rundfunkpionier der ersten Stunde, aber sein schriftstellerisches Werk ist ebenfalls sehr umfangreich. Wie das beides zusammenging, ist meine erste Frage an Magalini Radka-Steiner. Ja, Friedrich Bischoff, also wir kennen ihn als Friedrich Bischoff, aber eigentlich von Geburt an, er ist getauft auf den Namen Fritz Walter Bischoff. Der Namenswechsel folgte dann auch erst in den 40er Jahren zu Friedrich Bischoff hin. Deswegen sage ich jetzt am Anfang Fritz Walter Bischoff. Also Fritz Walter Bischoff kam aus Breslau und war dort am Theater tätig zunächst einmal und wechselte dann Mitte der 20er Jahre zur Schlesischen Funkstunde. Und er hat sich dort als einer der großen Pioniere des Radios herausgestellt, unter anderem durch seine Versuche mit dem Potentiometer. Und er hat einige bahnbrechende Hörspiele produziert. Und unter anderem das, was wahrscheinlich heute am bekanntesten ist, ist das Hörspiel Hier Welle Erdball zusammen mit Werner Milch. Und es ist auch das erste aufgezeichnete Hörspiel. In welcher Form wurde das aufgezeichnet? Es wurde mit dem sogenannten Triergon-Verfahren aufgezeichnet. Das ist ein Verfahren, das eigentlich im frühen Film eingesetzt wurde. Und es ist ein Verfahren, bei dem man dann den Ton auf einer Grammophonplatte festgehalten hat. Und es ist eines der ersten, eben wie gesagt, Hörspiele, das auch erhalten ist. Können wir das heute hören als Publikum, als Laien oder ist das der Wissenschaft vorbehalten? Es ist ein Glücksfall, dass dieses Hörspiel erhalten ist. Und zwar ist es im Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt zugänglich und es gibt es auch in einigen CD-Einspielungen.
Also könnte man das auch käuflich erwerben und sich zu Hause anhören? Also es gibt eine sehr schöne Sammlung, die heißt Ether-Dramen des ARD. Und auf dieser Hörspielsammlung ist eines der ersten eben hier Welle Erdball. Und das sind allesamt Tondokumente, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, alle, die im Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt sind. Und wie ging es dann weiter? Also du hast jetzt von der Schlesischen Funkstunde gesprochen und von diesem ersten bahnbrechenden Hörspiel. Wie hat er sich weiterentwickelt? Fritz-Walter Bischoff wurde Ende der 20er Jahre zum jüngsten Intendanten Deutschlands bei der Schlesischen Funkstunde und hatte ein großes Renommee als Rundfunkpionier. Ja, dieser Erfolg währte aber nur von kurzer Dauer, weil 1933 wurde er, wie so ziemlich alle Rundfunkmitarbeiter, Rundfunkpioniere der Weimarer Republik entlassen. Es gab einen Prozess gegen ihn und seine einzige Chance war, in die innere Emigration zu gehen. Ich meine, die Alternative wäre das Exil gewesen. Er ging in die innere Emigration. Das heißt, er schwenkte quasi um. Er war ja schon vor 1927 als Schriftsteller tätig. Das ging dann so ein bisschen in Vergessenheit, als er als Intendant, da hatte er weniger Zeit dazu. Aber dann in den 30er und 40er Jahren war er dann als Schriftsteller tätig, hat sehr viele Romane veröffentlicht. Dann wurde er, seine Wohnung in Berlin wurde dann 1943 ausgebombt. Er ging dann zunächst nach Schlesien zurück und 1945 nach Bayern. Und von Bayern ging er nach Tübingen und wurde dort von der französischen Militärregierung angestellt und damit betraut den SWF, den Südwestfunk in Baden-Baden, quasi aus dem Boden zu stampfen. Genau, und in Baden-Baden war er dann Intendant vom Südwestfunk. Ne? Da haben wir auch wieder bei jetzt Friedrich Bischoff eine ganz besondere Situation, weil wir haben mit ihm einen Glücksfall für den Rundfunk. Zum einen, weil er die Rolle des Intendanten schon vor 1933 innehatte. Und das heißt, er wusste, wie Rundfunk funktioniert. Und der zweite Glücksfall, den wir mit Friedrich Bischoff haben, ist, dass er ein sehr guter Netzwerker war. Also er war nicht nur ein Medienarbeiter, sondern auch ein Netzwerker. Und er hat Kontakt gehalten zu seinen Kollegen der Schlesischen Funkstunde, so gut es ging, über die schweren Jahre 1933 bis 1945 und holte dann viele auch als Autoren oder eben als Sendermitarbeiter nach Baden-Baden. Also das heißt von der Oder an die Oos, zwei Namen wären da zu nennen, also Werner Milch oder dann Herbert Barlinger, der dann für das kulturelle Wort beim SWF zuständig war. Meine nächste Frage würde ich an Jana Behrendt richten. Wie ich schon sagte, sie ist Archivarin in der Radioheimat von Herrn Bischoff bei einem Sender, der heute Südwestrundfunk heißt, SWR, damals Südwestfunk. Und das erklärt sicherlich auch, dass du, Jana, so viel gefunden hast in deinem Archiv zu Bischoff. Erzähl mir mal, wie du darauf kamst, diese Bestände zu sichten. Wie Magali Neratka-Steiner eben schon bemerkte, war Friedrich Bischoff seit 1946 in Baden-Baden beim Südwestfunk damals als unbelasteter Radiomann. Und er musste, wie gesagt, den SWF ganz neu aufbauen, weil es in Baden-Baden damals gar keinen Rundfunk gegeben hatte und die Franzosen in ihrer ganzen Besatzungszone nichts hatten und deshalb in Baden-Baden neu beginnen mussten. Und er war zunächst als künstlerischer Leiter tätig und seit 1949, als der SWF in deutsche Hände überging und einen Staatsvertrag bekam, war er Intendant bis 1965. Und diese Arbeit hat sich natürlich auch in den Unterlagen und in der schriftlichen Überlieferung niedergeschlagen. Es gibt einen großen Aktenbestand von ihm, den er als Intendant selber erarbeitet hat. Und es gibt auch von Herbert Barlinger, seinem Freund, seinem Rundfunkfreund aus Breslauer Zeiten, einen großen Bestand Autorenkorrespondenz vom kulturellen Wort, aber auch sehr, sehr viele Manuskripte. Friedrich Bischoff hat sowohl als Intendant als auch selber noch als Autor gearbeitet. Wir haben auch von ihm Manuskripte im Archiv. Wir haben von ihm sehr, sehr viele Briefe, die eben zeigen, wie er als Netzwerker tätig war. Sehr viele Leute, die ihn von vor dem Krieg noch kannten, haben sich an ihn gewandt, weil sie alle arbeiten wollten, Geld brauchten.
in Not waren und er hat versucht, allen zu helfen. Deshalb ist es beim SWF sehr üblich gewesen, dass viele Autoren aus der Zeit der Schlesischen Funkstunde als Autoren gearbeitet haben. Und wir haben eine sehr, sehr gute Akten- und Manuskriptüberlieferung, weil es unser Archiv schon seit Ende 68 gibt. Damals war Friedrich Bischoff erst 3 Jahre in Rente und man konnte alles, was er hinterlassen hatte, noch retten und im Archiv unterbringen. Du sprichst von Manuskripten und Briefwechsel. Gibt es denn auch tatsächlich Möglichkeiten, seine Stimme zu hören? Also Sendungen von damals, die man jetzt nachhören kann? Ja, es gibt auch einen großen Tonbandbestand. Den kann man bei uns im Hörfunkarchiv recherchieren. Und inzwischen sind bei uns die ganzen Tonaufnahmen digitalisiert. Und es gibt für Wissenschaft und Forschung die Möglichkeit, sich die Kopien digital per Mail als Link schicken zu lassen. Es gibt aber auch beim SWF, wenn jetzt jemand das sehr, sehr interessant findet und sich weiter interessiert, eine Stelle, die nennt sich Mitschnittdienst und da kann man sich auch als Privatperson hinwenden und kann auch die Tonaufnahme nochmal bestellen. Fundstück. Jana Behrendt hat schon erwähnt, dass im Archiv ganz viele Tonaufnahmen von und mit Friedrich Bischoff schlummern. Ihr ist es auch zu verdanken, dass wir Ihnen hier 2 Beispiele präsentieren können. Wir beginnen mit einem Ausschnitt aus Das Hörspiel vom Hörspiel, aufgenommen im Jahr 1931. Dort bricht Bischoff eine Lanze für das damals noch ganz junge Genre und man hört ihm auch deutlich die Aufbruchsstimmung dieser Jahre an. Gleichzeitig ist es eine kleine Reflexion über die Radiokunst der Weimarer Republik. Gleich im Anschluss kommt ein Ausschnitt aus der Sendung 40 Jahre Rundfunkarbeit, aufgenommen 1965. Hörspiel in den 20er Jahren. Muss man heute etwa die Nase rümpfen, wenn man daran denkt? Oder gilt es gar, Entschuldigungen zu suchen, weil man dabei war, im akustischen ungefähr experimentierte und Versuche anstellte, die den Hörer ins Bereich der Dichtung des Zeitstücks bannen sollten? Nein. Und abermals nein. Es ist mitnichten nötig. Es war die große Zeit des Abenteuers im akustisch-phonetischen Gefilt. Und man war jung und glaubte damals, wie heute, leider heute älter geworden, an das Funkinstrument, auf dem man seine Fantasie spielen ließ. Es gab keine Hallräume, keine Geräuschplatten fabrikmäßig hergestellt. Was man benötigte, als Spielleiter, als Dramaturg, als Schreiber von Hörspielen, das musste man einer noch in den Kinderstuhen steckenden Technik ablisten oder selbst erfinden. Aber die Technik folgte uns gern damals und begeistert in bisher unbegangene Bezirke. Nächtelang experimentierte sie mit uns und den ersten Hörspielern. Szenen zu ersten Spielen wurden entworfen, wieder verworfen. Aber eines Tages waren sie dann von mir geschrieben. Aus den ersten Spielen ergaben sich die dramaturgischen Gesetze. Aus den dramaturgischen Gesetzen erfand sich die Technik, die akustischen Möglichkeiten. Ein Toningenieur der damaligen Schlesischen Funkstunde, Gaste mit Namen, baute mit einem primitiven Potentiometer ein erstes Schaltbrett für einen primitiven Regietisch. Man konnte mithilfe dieses einfachen Regelgliedes Szenen aus- und einblenden, steigern und gliedern, mithilfe von Schallplatten damals kompliziert erscheinende Überschneidungen entwickeln. In jener Nacht, da wir so zum ersten Male experimentierten, ich weiß es noch genau, waren die ersten Formen des wirklichen Hörspiels jenseits fader Geräuschkulissen, wie sie zunächst üblich waren, geboren. Ja, ich kam durch ein abenteuerliche Umstände, mein Bruder holte mich noch einmal hinunter hier in den Süden und ich kam von München nach Tübingen. In Tübingen saß ein Lebensfreund von mir, der baute damals gerade mit die Regierung auf und ich war einen Augenblick im Kultusministerium, nur einen Augenblick. Und dann erfuhr der Gouverneur, dass er einen leibhaftigen Rundfunkintendanten hier in Tübingen hatte, der unbescholten war.
Folglich gab er mir also sofort den Befehl, auf nach Baden-Baden, dort entsteht die Radiodiffusion, wie die Franzosen sie ja nannten, also der Südwestfunk. Und den baute ich nun auf. Ich holte alle Mitarbeiter zum Teil aus Kriegsgefangenenlagern. Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen meinen Mitarbeitern von damals danken, denn sie haben unter sehr schlechtem Essen mit mir gearbeitet, wirklich von früh bis in die Nacht. Und 1949 wurden wir Anstalt öffentlichen Rechts. Ich wurde von Rundfunkverwaltungsrat zum Intendanten gewählt und blieb es bis zum heutigen Tage. Wenn Sie das legendäre Hallo, hier Welle Erdball einmal in voller Länge genießen wollen, dann empfehle ich Ihnen, den Hörspielpool von Bayern 2 abzurufen über die ARD-Audiothek. Und auf unserer Spotify-Playlist haben wir auch etwas für Sie vorbereitet. Dort können Sie nämlich eine Sendung vom Südwestrundfunk über den Start von Bischof als künstlerischer Leiter des Südwestfunks im Jahr 1946 abrufen. Die Playlist heißt, ich sag's nochmal, fast genau wie unser Podcast. Von Asch bis Zips, noch mehr Osten für die Ohren. Schreiben für den Rundfunk als Überlebenshilfe. Die Schriftstellerin Annelen von Mickwitz und ihre Rundfunkarbeiten. Im Gespräch mit Elke Bauer und Antje Johanning, Herder Institut Marburg. Elke Bauer und Antje Johanning, die jetzt bei mir sitzen, kannte ich schon vor dieser Tagung. Denn sie arbeiten beide im Herder Institut für historische Ost-Mitteleuropa-Forschung in Marburg. Das ist eine unserer Partnerinstitutionen. Ein gemeinsames Projekt ist zum Beispiel die Ausstellung »Adeliges Leben im Baltikum«, Herrenhäuser in Estland und Lettland. Frau Bauer und Frau Johanning haben gerade einen sehr schönen gemeinsamen Vortrag über Annelen von Mickwitz gehalten. Die deutsch-baltische Autorin wurde 1922 in Reval, Tallinn geboren und musste wie so viele Deutschbalten 1939 das Land verlassen. Meine erste Frage geht an Elke Bauer. Wie ging es dann weiter mit der Autorin? Was waren ihre Stationen? Ja, Annelen von Mickwitz ist von Tallinn aus dann mit ihrer Familie, sie war damals 17 Jahre alt, nach Bydgoszcz gekommen, Bromberg auf Deutsch. Es war in einem damals schon von den Deutschen besetzten polnischen Gebiet. Die Familie hat dort einen Neuanfang gewagt. Ihr Vater war Hals-Nasen-Ohren-Spezialist. Sie machte in Bromberg ihr Abitur, wollte auch studieren. Kunstgeschichte und Germanistik, ist dann aber sehr stark erkrankt, sodass sie mehrere Monate auch im Krankenhaus war und konnte deswegen das Studium nicht annehmen oder nicht beginnen. Sie selbst hätte dieses Studium aber auch nur als Überbrückung gesehen, zu ihrem eigentlichen Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Sie hat von Kindertagen an Gedichte geschrieben, die sind zum Teil auch erhalten im Karl-Schirn-Archiv in Lüneburg. Ein Teil in Marburg, im Herder-Institut, in der Dokumentesammlung. Sie hat auch während ihrer Schulzeit in Bromberg an einem Theaterstück Wettbewerb der Schule teilgenommen. Ihr wurden auch von renommierter Seite in Tallinn noch von Edzard Schaper, einem Schriftsteller, Talent bescheinigt. Das hat sie ermutigt. Sie hat auch die Umsiedlung zum Beispiel und später auch die Flucht 45 in Gedichten verarbeitet, aber auch in Prosastücken. Diese sind zeitlebens bis auf einen kleinen Roman nie veröffentlicht worden. Und das Einzige, was wirklich von ihrem schriftstellerischen Werk zu Lebzeiten veröffentlicht wurde, waren dann die Hörspiele. Ja, und trotzdem hat sie das als Täuschungsmanöver empfunden oder bezeichnet, diese Hörfunkarbeit. Wie ist das zu verstehen? Ja, sie selbst sagt später, dass sie immer eine schützende Hand, einen Schutzwall benötigte, um den Freiraum zum Schreiben zu haben. Das war zunächst ihr Vater, der es ihr gestattete, zu schreiben und keinen, in Anführungszeichen, ordentlichen Beruf zu erlernen. Doch ihr Vater starb nach der Flucht bereits 1947 in der Nähe von Stuttgart, wo sich die Familie niedergelassen hat. Und die Familie dann eben, die Mutter und die Tochter, vor finanziellen großen Schwierigkeiten standen, hat sie sich einen nächsten Schutzschirm gesucht, nämlich zunächst die Krankheiten, die sie beschützt haben vor normalen Tätigkeiten.
Und als ihr dann klar wurde, dass sie Geld verdienen muss, dass sie für den Lebensunterhalt der kleinen Familie Mutter und Tochter sorgen muss, kam ihr der Funk wie eine Rettung vor, dass sie damit den Broterwerb bestreiten kann, ohne ihre Schriftstellerei an sich zu verraten. Und gleichzeitig haben diese Einkünfte aus dem Rundfunk es ihr erlaubt, gegenüber ihrer Umwelt eine Kulisse aufzubauen. Und sie hat im Rundfunk dann vor allem im Kinderfunk gearbeitet und im Schulfunk, also auch für RIAS und für den Süddeutschen Rundfunk, richtig? Ja, vor allem für den Süddeutschen Rundfunk. Ja, sie haben ja tatsächlich auch bei sich im Institut einen gewissen Bestand zu der Autorin, nicht wahr? Ja, in der Dokumentesammlung haben wir einen Teilnachlass, Annelien von Mickwitz. Dieser Bestand kam über ihre langjährige Freundin Renate Gerlach ins Haus. Renate Gerlach kannte sie aus Bromberger Tagen. In diesem Bestand finden sich Hörspieltypuskripte, die sie vermutlich auch erhalten hat, weil Renate Gerlach auch immer wieder Korrekturen, Redaktionsarbeiten für Annelien übernommen hat. Darüber hinaus liegt auch das Familienarchiv von Mickwitz in der Dokumentesammlung des Herder-Instituts. Und auch dort befindet sich ein ganz kleiner Teil, der sich mit Annelien von Mickwitz beschäftigt. Darüber hinaus hat sich aber auch im Archiv der Karl-Schirn-Gesellschaft in Lüneburg ein Teilnachlass erhalten. Und auch dort sind spannende Dinge zu erwarten. Dieser Teilbestand ist zurzeit nur teilweise einsehbar, weil das Karl-Schirn-Archiv neu geordnet wird. Da gibt es also noch einen Schatz zu heben eventuell. Dann vielen Dank. Dann würde ich gerne mal Ihre Kollegin bitten. Die hat sich nämlich mit einem Hörspiel ein bisschen genauer beschäftigt. Wie heißt das? Genau, wir haben uns hier für die Tagung mit der wunderbaren Flöte, einer Märchenbearbeitung von Mickwitz nach einem estnischen Märchen, etwas genauer beschäftigt, weil das Tagungsthema der Osten im Westen ist. Und es ist eines der wenigen Hörspiele von Mickwitz, wo man auch schon im Titel sieht, dass sie sich mit einem estnischen Motiv auseinandergesetzt hat. Das basiert also auf einem estnischen Märchen. Wo hat sie das gefunden? Oder gibt es da Theorien drüber, wie sie da rangekommen ist an den Text? Ich hatte jetzt für meinen Vortrag die Arbeitshypothese, dass sie eine deutsche Fassung verwendet hat, eine Übersetzung von August Löwes von Mena, die 1922 in Jena erschienen ist. Eine Sammlung finnische und estnische Märchen und die basiert auf einer estnischen Sammlung, einer fünfbändigen, die Ende des 19. Jahrhunderts in Dorpat und Tallinn erschienen ist. Und das war eine Sammlung, die auch relativ verbreitet war? Also kann man davon ausgehen, dass sie viel gelesen wurde? Oder war das eher eine wissenschaftliche Edition, wenn es das schon gab damals? Die Übersetzung von August Löwes von Mena, das ist ein kleines handliches Buch, von dem man ausgehen kann, dass es in einer relativ hohen Auflage verbreitet war. Allerdings wissen wir natürlich nicht, ob sie schon früher mit diesem Märchen in Berührung gekommen ist. Ich hatte eben in meinem Vortrag auch herausgestellt, dass sie ein estnisches Kindermädchen hatte. Es ist also auch vorstellbar, dass sie als Kind mündlich mit diesem Märchen in Berührung gekommen ist und dann vielleicht auch gar keine schriftliche Grundlage hatte. Da gibt es ja schon Unterschiede. Also erstmal Transfer von einem lesbaren Text in einen szenischen Text ist ja was eingreift. Aber die Autorin hat noch ein paar andere Veränderungen vorgenommen. Vielleicht könnten Sie das noch mal kurz für uns zusammenfassen. Genau, also wir müssen uns vorstellen, in der Fassung von Löwes von Mena ist das Märchen sehr kurz, das sind 3 Druckseiten und das Märchen handelt von einem Schweinehirten, der eine verzauberte Flöte hat. Mit dieser Flöte kann er nicht nur seine Schweine tanzen lassen, sondern sobald er sie spielt und sich etwas wünscht, geht dieser Wunsch in Erfüllung. In dem Märchen ist es so, dass eine Kaufmannstochter die tanzenden Schweine sieht und ihm ein Schwein abkaufen möchte. Und er sagt, ich möchte dafür kein Geld, ich möchte ihr Gesicht sehen. Und sie ist verschleiert. Das geht so weiter, weil natürlich, als sie mit diesem Schwein nach Hause kommt, das Schwein nicht tanzt. Und sie erwirbt ein zweites und drittes Schwein. Und jedes Mal wünscht er sich, mehr von ihrem Körper zu sehen. Also es ist das Gesicht, dann der Hals und dann ist es die Schulterpartie. Und bei diesem dritten Mal sieht er
dass sie goldenes und silbernes Achselhaar hat. Und das ist das besondere Merkmal dieser Kaufmannstochter. Und es ergibt sich, dass der Vater die Kaufmannstochter auch verheiraten möchte. Und den Freiern stellt er sozusagen die Probe, dass sie erkennen müssen, was das besondere Merkmal seiner Tochter ist. Der Schweinehirt versteckt sich unter dem Tisch und kann dann diese Frage beantworten, was ist das Merkmal der Tochter? Und es wird dann auch erkannt, dass es nicht der Herr war, der diese Frage beantworten konnte, sondern derjenige, der unter dem Tisch sich versteckt hat. Und er spielt dann die Flöte, die Kaufmannstochter verliebt sich, weil er sich das wünscht, und sie heiraten. Und das Spannende ist, dass Mickwitz nicht nur aus diesem sehr kurzen Text ein fast halbstündiges Hörspiel schafft, sondern es auch erstmal in einen bekannten Rahmen einbettet. Und sie nimmt Versatzstücke von bekannten Märchen, als erstes das Motiv des Vaters mit den drei Söhnen und dann, als der Vater stirbt, des ungleichen Erbverteils. Der jüngere Sohn wird übervorteilt und bekommt nur diese Flöte. Er geht dann auf Arbeitssuche und wird Schweinehirt, spielt diese Flöte und die Schweine tanzen. Und dann ist es sozusagen sehr, sehr ähnlich wie das Märchen, das ich eben geschildert habe, wie es in dieser Sammlung von Löwes von Mena überliefert ist. Nun hat sie aber diese Geschichte für den Kinderfunk aufbereitet und ändert hier doch noch einiges ab. Das, also er fordert nicht, dass die Kaufmannstochter dann Gesicht und Hals und Schultern entblößt, sondern es werden verschiedene Gesichtspartien entblößt. Erst die Stirn, dann die Augenpartie und dann schließlich der Mund. Und so ist es dann auch, dass das entscheidende Merkmal der Kaufmannstochter nicht mehr goldenes und silbernes Achselhaar ist, sondern ein Muttermal am Mund. Einerseits greift Mickwitz auf bekannte Märchenmotive zurück, um sozusagen diesen vielleicht etwas fremden Stoff bekannter zu machen. Gleichzeitig stattet sie aber die Figuren mit estnischen Namen aus. Es ist dann die Familie Indrix. Der jüngste Sohn heißt Jan und die älteren Brüder Mattis und Madris. Und das sind eigentlich typische estnische Namen. Und so wird sozusagen einerseits das etwas Unbekanntere bekannter gemacht durch die Märchenmotive, gleichzeitig aber dann auch mit einem estnischen Kolorit ausgestattet. Im Nachlass zeigt sich auch, dass jetzt dieses Märchen auch einen gewissen Widerhall hatte. Der SDR, also der Süddeutsche Rundfunk, ihr in der Folge dann auch einen Auftrag gibt für eine Übersetzung aus dem Estnischen. Wann wurde das dann uraufgeführt? Das war Ende 1966. Es ist erstmals im SDR gesendet worden. Gut, dann hören wir jetzt einfach mal rein. Vielen Dank. Fundstück. Mit freundlicher Genehmigung der Hauptabteilung Information, Dokumentation und Archive des Südwestdeutschen Rundfunks und des Süddeutschen Rundfunks können wir Ihnen nun zwei Ausschnitte aus dem Hörspiel Die wunderbare Flöte präsentieren. Allerdings leider ohne die titelgebende Flöte, denn für Musik ist die rechte Lage noch mal komplizierter. Sie hören erst den traurigen Beginn und dann die glückliche Wendung, die das Geschehen am Ende für den Protagonisten Jan nimmt. Der alte Indrek hatte drei Söhne. Die beiden Ältesten, Mart und Matis, wussten ihre Ellbogen gut zu gebrauchen. Sie schnappten Jan, dem Jüngsten, bei Tisch die besten Bissen weg. Und wenn es eine schwere Arbeit auf dem Hof zu verrichten gab, schoben die beiden Brüder sie Jan zu. Als nun der alte Indrek starb, machten sich Mart und Matis auch sogleich daran, das Erbe zu teilen. Ich nehme die Äcker und Wiesen. Ich bin der Älteste. Nun ja, meinetwegen. Aber dann nehme ich Haus und Stall. Kannst du haben. Und ich? Was bekomme ich? Du, Jan?
Ach, du bist doch der Jüngste. Was brauchst du schon? Aber ich bin doch auch unseres Vaters Sohn. Ich muss doch auch etwas haben. Nun gut, du kannst Vaters Flöte bekommen. Und weiter nichts? Unser Vater hat sie immer sehr in Ehren gehalten. Aber von einer Flöte kann man doch nicht leben. Man kann aber darauf spielen. Aber man kann sich nicht vom Flötenspiel ernähren. Nein? Na, dann musst du eben in die Welt hinaus und dir eine Arbeit suchen. Ich? Ich soll fort? Das Haus gehört mir. Und die Äcker und Felder gehören mir. Aber deshalb kann ich doch hier bleiben. Nein, 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 nein. Drei sind zu viel auf dem Hof. Du musst dir eine andere Bleibe suchen. Marsch hinaus! Was blieb dem armen Jan übrig? Er nahm die Flöte, packte sein Bündel und machte sich auf den Weg. Aber sein Herz war sehr traurig, sehr traurig. Links unten am Kinn sitzt ein Leberfleckchen. Er hat es erraten, das geheime Kennzeichen meiner Tochter. Und wer war es, Vater? Aber Kind, der Händler Tönnies natürlich. Das glaube ich nicht. Du glaubst es nicht, aber wir haben doch alle seine Antworten gehört. Jawohl, aber nicht über dem Tisch, sie kamen unter dem Tisch hervor. Was? Unter? Unter dem Tisch? Mein Hund hat nur geknurrt. So schaut doch nach, was für einen Hund er hat. Der Kaufmann bückte sich, hob das Tischtuch auf und zog Jan hervor. Da stand er nun inmitten der festlich gekleideten Gesellschaft mit seinen bloßen Füßen und dem Flicken auf dem Hosenboden. Aber den Kaufmann kümmerte das nicht. Er hat die drei Fragen gelöst. Er soll meine Tochter haben. Was? Der arme Jan? Unser dummer jüngster Bruder? Er hat die Probe bestanden. Ihn will ich haben. Da soll doch der Himmel einfallen. Jan, der nichts nutzt. Jan, der Haderlump, der habe nichts. Der gar nichts hat. Das ist nicht wahr. Etwas habe ich. Meine Flöte. Sie hörten Von Asch bis Zips. 12. Folge: Der Osten im Westen. Literarische Schätze aus den Rundfunkarchiven. 2. Teil: Siegfried Lenz, Friedrich Bischoff und Annelen von Mickwitz. Mit Hans-Ulrich Wagner, Magalini Radka-Steiner, Jana Behrendt, Elke Bauer und Antje Johanning. Konzept, Moderation und technische Umsetzung: Vera Schneider. Musik: Jasper Libuda. Eine Produktion des Deutschen Kulturforums Östliches Europa 2023.